Hi Leute! Ich esse gerade einen Bonbon und wollte euch mal teilhaben lassen. Das ist natürlich Quatsch, wir wollen los. Grüße aus Neukloster! Das ist bei Wismar. Ist es doch, oder? Ja. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Auf das eure Vitrine wackelt, vibriert wegen der Gläser da drin und so weiter. Fenster 1 zu, Fenster 2 zu. Ich habe ja soweit alles vorbereitet. Navi ist nach unten gedreht, der Winkel. Tablet ist nach unten gedreht, der Winkel. Von Spiegelungen her, das habe ich ja nur aus der Fernfahrerwoche gelernt. Und mein Telefon liegt mit dem Rücken zu uns. Ich könnte es eigentlich zuklappen. Ach, da ist ein kleines Fenster. So, Abstandhalter rein, beziehungsweise die Ansicht für den Abstand rein. 3 Minuten Pause habe ich eben schon reingemacht. Ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wann ich angefangen bin. Das muss ich nochmal gerade machen. Schreiben wir es hier rauf. Was haben wir heute? Freitag. 14.28. Genau. 28. Da bin ich angefangen. Wir haben heute Freitag, 9. November, 14.35 Uhr. Wollen wir los? Wir müssen nach Hallens leben. Schon wieder. Ist aber auch nicht schlimm. Bin ich sehr gerne. Wie ich in der Fernfahrerwoche ja gesagt habe, mein Lieblingsladen. Vom Wetter her ist das hier alles tippe-di-toppi. Machen wir ein bisschen runter noch. Nachher auf der Autobahn sowieso. Aber jetzt fahren wir erstmal ein Stück ländliche Straße. Ja. Mhm, genau. Und ich schmatze jetzt noch ein bisschen wegen dem Bonbon. Bonbon. Und wir fahren jetzt auch gleich erstmal da rechts so lang über die Orte. So ein bisschen jedenfalls. Wir könnten auch jetzt da links fahren. Dann einen großen Bogen um die über die Autobahn da oben, aber nö. Das muss ja nun auch nicht sein. Kann ich euch das eigentlich zeigen? Was ich meine? Solange keiner hinter uns ist, kann ich das. Da wollen wir hin, guck. Hier Schwerin, Magdeburg. Hier oben ist Wismar. So, wir fahren jetzt. Hier könnte man lang fahren. Ist aber 20 Kilometer länger. Wir fahren hier so durch. Bin noch nicht mal angeschnallt. Kannst du mal sehen. Also anpinnen hier. Blick nach rechts, Blick nach links. So, auf geht ihm. Das hat sie schon umgerechnet. Das Alter hat durchaus seine Vorteile, das alte Navi. Ja, ich habe Folge 19 fertig geschnitten von der Fernfahrerwoche. Also diese extra Videos unter der Rubrik, was ich euch noch sagen wollte. Demnächst muss ich noch das Fragevideo machen. Das ist aktuell der Stand. Ihr habt gesehen, Folge 16, Kochkurs. Gestern erst. Und heute Nacht gibt es Folge 264 für euch. Wir machen direkt mal den Nervassistenten aus. Fahren hier jetzt schön gemütlich durch die Gegend. Aber wirklich gemütlich. Ich habe extra genug Zeit eingepackt. Ich will nämlich auch in Hallensleben noch duschen gehen und so. An deiner Stelle wäre ich weggefahren, aber naja, ist auch egal. Der leuchtet aber schön. Ich finde die Gegend hier oben cool. Hier ist nicht viel los und man stirbt auch sehr gerne hier. Aber ansonsten bin ich hier oben gerne, echt. Ich finde die Gegend cool, hier ist schön flach, hier ist schön geradeaus alles.
Außer jetzt hier. Hier sind Berge. Das hat mich gestern Abend auch gewundert, als ich hier angekommen bin. Dass man hier so ein, gleich kommt da noch so eine richtig tiefe Senke. Straßenreinigung, Mittwoch von 4 bis 7. Guck an, da steht ja sogar angeschlagen. Ach, hier ist ein Bäcker. Na gut. Da spricht ein Audio. Ich finde das hier ganz idyllisch. Auch ein Grillimbiss. Hier ist richtig was los. Hier ist sogar Betrieb. 14.30 Uhr auf dem Freitag. Hier ist Betrieb. Ich liebe hier oben auch die Autobahn. Ne? A20, A24, was weiß ich. A14, A20. Schön geradeaus, keine Berge, ein paar Kurven. Ich liebe das. Das könnte ich, wie zum Beispiel Mirko in Amerika, einfach nur losfahren, rollen lassen, stundenlang, hätte ich kein Problem mit. Wie gesagt, so wie Mirko. Und hier wird es enge. Ich fange schon mal an zu blinken, damit jeder weiß, dass ich abbiegen will. Da oben rechts ist ein Spiegel. Was kommt da? Ein Bulli kommt, ein weißer. Das war's. Nein, den kann ich fahren. Ein weißer Audi. Na, passt. Hoppala. Ja, es ärgert mich bei der Fernfahrerwoche ein bisschen, dass ich da so eine beschissene, also wahrlich beschissene Woche gefunden habe, um die zu drehen. Weil, aber das war da so eine Zeit, 3 Wochen oder 4 Wochen am Stück war richtig irgendwie alles nur Scheiß. Es war nur Mist und enge Touren und blöd geparkt und keine Duschen und ach, alles Mögliche kam da aufeinander. Das hat keinen Spaß gemacht, die Zeit. Aber jetzt diese Woche war gut, letzte Woche war wieder gut. Ich hatte sogar Zeit zum Videoschneiden mal wieder. Ich hatte zwischenzeitlich auch keine Ahnung, wie das hier mal weitergehen soll mit YouTube. Weil 9 Stunden Pause weiter, 11 Stunden Pause weiter, da brauchst du keine Videos mehr schneiden. Jetzt scheint es sich mal wieder ein bisschen beruhigt zu haben. Das ist mal gut. Ich habe nämlich jetzt wenigstens die Folgen alle fertig machen können und so. Jetzt wird es weitergehen. Das ist gut, echt. Also ich hatte zwischenzeitlich echt Bedenken, wie das hier weitergeht. Weil wenn keine Zeit da ist, ist keine Zeit da. Ne? Fertig. Zu Hause ist auch nichts mit Videoschneiden, weil zu Hause ist Wochenende. Da mache ich nichts anderes. Juba, alle, 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 alle. Eine Straße mit vielen Bäumen. Ja, das ist eine Alle, alle. Und so weiter. Gell? Soll ich mal ganz rechts fahren? Wollen wir mit dem LKW oben schön anstoßen mit den Ecken? An der Bäume so. Bremsklötter kracht rum. Gestern Abend bin ich erst nach dem alten Navi gefahren. Weil das schickt mich auch gerne mal über eine Bundesstraße. Das ist da denn. Ach, kommt drauf an. Kannst du auch nicht so sagen. Manchmal schickt halt das auch viel mehr über die Bundesstraße und du denkst, Alter, lass uns doch da hinten gerade rumfahren. Kommt aber drauf an. Wie gesagt, gestern wollte ich nach dem fahren, weil das schön von Hallensleben schnurstracks gerade hoch. Hier, wie heißt das alle? Wittenberge, Perleberg oder wie das alle heißt da oben. Da drüber Land fahren, bis dann irgendwann die A14 anfängt da. Wird ja immer länger. Bis 2030 soll es ja durchgehen, angeblich, von Hallensleben. Futsch. Da hoch hier bis nach hier, bis nach Wismar. Aber ist noch nicht ganz, fehlt noch was. Da fahre ich nach dem Dingen. Wunderte mich die ganze Zeit schon, als ich denn das auch angestellt hatte, wieso das neue 20 Kilometer, oh, ich habe voll gespuckt, 20 Kilometer oder 25 Kilometer weniger anzeigte als das untere. Naja, später wusste ich es dann. Ne? Das Navi sagte so, jetzt die Auto, also die A14 fängt dann, du fährst Bundesstraße, 100 Kilometer, was weiß ich.
Und dann irgendwann plötzlich fängt die Bundesstraße an, die Autobahn an, fährst du drauf natürlich. Ja, und dann 10 Kilometer weiter sagt das alte Navi, so hier biege ich mal ab, ne? Biege ich mal ab. Hier Autobahn verlassen, jetzt hier rechts runter, ne? Ich denke, wieso? Hier geht doch noch weiter, warum soll ich denn jetzt runterfahren? Hab da noch 150 Kilometer bis hin. Aha, da war denn auf dem alten Navi, da war der Abschnitt von der Autobahn. Grabow oder irgendwie sowas hieß die Ausfahrt da. Muss wohl neu eröffnet sein, so ein Zwischenstück. Also ein Stück Autobahn war fertig. Dann war wieder, was weiß ich, 10, 20 Kilometer keine Autobahn. Und danach ging die Autobahn wieder los. Aber dieses Zwischenstück haben sie wohl zwischenzeitlich fertig gekriegt. Und jetzt haben sie... Und jetzt hatte das Alter halt die Daten nicht drin. Jetzt sagte das Navi... Mein Gott. Jetzt sagte das Navi halt, wir fahren hier ab. Ja, scheiße, ne? Ist ja gar nicht der Fall. Also bin ich schön weitergefahren. Hab dann schnell das Neue angestellt. Ja, und das Neue sagte dann, fahr doch weiter hier Autobahn. Hier ist auch einer. Ja, super, hier ist ja auch einer. Gerade am Wochenende Updates gemacht. Super. Hat gut geklappt. Hängt die total schief? Kann man nicht jetzt sehen. Ach, da war das hätte jetzt, wäre jetzt meine Chance gewesen, aber naja. Wenn der jetzt blinkt, fahre ich immer noch nicht, ne? Nee. Ich schiebe mal ein Stück vor. Was passiert? Gar nichts passiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Autos schon hinter mir. Blink. Fahr noch langsamer. Oh, endlich, endlich, endlich. Aber naja, es ist so. Ach, da war noch ein weißes Auto hinter mir, also noch eins mehr. Schön. Acht Autos, aber wir stehen da. Ich kann es doch nicht ändern. Ich habe genauso lange gewartet wie hier. Ah, links. Eine Mautsäule. Keine Blitzersäule. Ach, jetzt hatte ich das da oben und ihr habt die ganze Zeit davor geguckt, ne? Naja. Ein Mautblitzer. Ja. Und wer... durch die Fernfahrerwoche habe ich ja nun festgestellt, dass ihr diese Helmkamera ja anscheinend toll findet. Ich hab da was am Helm, das wissen wir. Und was ist mit der Kamera? Und naja gut, dann nehmen wir das halt mal. Komm. Machen wir es mal, mal gucken, wie lange der Akku hält. Stunde oder was. Und wenn nicht, Kabel liegt bereit, stecke ich gerade ein Kabel ein. Dann sieht es aus, als wenn mein Kopf aufgeladen werden würde. Funkgerät ist auch noch nicht an. Bestes Wetter zum Filmen, keine Sonne, die hier blendet und so. Das ist gut.
macht eigentlich diese zusammengesackte Autobahn? Das war doch die A20, ne? Was war denn damit? Oder was die 24? Ne, die 20. A20 war doch da irgendwo eingesackt, da im Moor versunken. Schon länger nichts mehr davon gehört. Aber naja. Hier, wo ich eben sagte, ne, hier gibt es ja keine Berge und so. Aber hier irgendwie, hier so ein Loch, das hatte mich gestern Abend auch schon gewundert. Die Schilder, die leuchten hier so geil. Das ist nicht schlecht. Ach so, zu den Vitrinen, ne? Wenn bei euch die Gläser im Schrank klappern, ne? Wenn eure Nachbarn zu Besuch kommen und fragen, ob ihr nicht ganz gescheit seid, was ihr für dauerndes Brr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 r
Wunderbärchen, ehrlich. Wunderbärchen. Tempomat, ne, 70 reicht nicht. Bisschen mehr noch. 84. Ah. So, Armlehne runter. Den Sitz versinken. Ah. Kopf anlehnen. Es geht gerade nicht wegen dem Dingsbums. Wegen der Kamera. Sonst wackelt ja, glaube ich, zu komisch. Und dann. Juhu! Stunden fahre ich jetzt. 17 Minuten haben wir rum. Das mache ich erstmal leiser, die gehen mir auf den Sack, beziehungsweise aus, die gehen mir trotzdem auf den Sack. Das muss jetzt nicht sein. Hier, Dresden-Magdeburg. Ist noch nicht angeschlagen, steht noch, weil die Autobahn noch nicht durchgebaut ist, stehen da noch keine Kilometerzahlen. Geil, oder? Ich finde das Perleberg, ja, ich glaube, Perleberg kann sein, dass da die Autobahn aufhört, also 80 Kilometer, dann hört sie auf. Erstmal. Und dann fährst du 100 Kilometer Bumsstraße oder so ähnlich, oder 150, ich weiß nicht mehr genau. Aber so läuft das. Gucken, schöne Landschaft. Bisschen Nebelkram, aber mein Gott. Tatsächlich, es gibt Berge hier. Guck dir das an. Ich dachte, hier gibt es keine Berge. Sowas. Ich find's herrlich. Wie würde der Held der Steine sagen? Es ist mir ein Fest. Aber er gähnt nicht in seinen Videos. Wahrscheinlich bin ich schon Mr. Gähner oder so. Herrlich. Herrlich. Wenn ich hier ausgestellt habe, mache ich mir ein Hörbuch an. Noch mal ein Käffchen, würde ich sagen. Dann mal schön dahin rollen. Guck dir, hier sind richtig Berge. Ich fahre ja sonst immer nachts, das kriegst du gar nicht mit. Von wegen, hier ist alles flach. Es wurde Zeit, hier auf dem Kanal mal wieder ein bisschen Staub zu wischen, das steht fest. Aber die Fernfahrerwoche hat halt so viel Zeit, das Schneiden und so weiter. Wie gesagt, die 4 Wochen, die waren einfach Käse. Und da waren mit Sicherheit schöne Strecken bei, die, oder auch im Süden, die man hätte aufnehmen können und so weiter. Aber wie lange sollen die Dateien da rumfliegen, bis ich die dann auch noch geschnitten habe, weil diese sind ja große Datenmengen. Das liegt da alles rum und ach, das will ich nicht, denn das soll auch so halbwegs zeitnah raus. Und nicht erst ein 3-4 Jahr später, wie auf dem anderen Kanal, ne? Kanal. Gott, Junge.
erzählt in diesem Film hier. Film? Ich habe auch mein Logo an der Tür abgeklebt hier unten. Weil ich gesehen habe in der Fernfahrerwoche, wenn ich so aus dem Fenster gucke, dann spiegelt sich da unten in den vorbeifahrenden Autos das Logo der Tür und so weiter. Das ist natürlich auch doof. Also habe ich mal das Logo abgeklebt. Jetzt passiert das nicht. Ganz einfach. Alle Klamotten, die ich in der Fernfahrerwoche getragen habe, die sind jetzt quasi verbrannt, wie es so schön heißt. Die Tarnung ist aufgeflogen, da muss ich jetzt was Neues anziehen. Deswegen habe ich jetzt schwarz an. Geht auch schon kaputt, der Pulli. Auf der Arbeit habe ich nur alte Sachen an. Man saut sich mit Schmier ein und so. Das reicht allemal dafür. Und der Mutter wieder, du musst meine neue Sache anziehen. Ja, ja. Ach, jetzt fällt es mir gerade ein, weil mir wieder so ein Milli-Geruch in der Nase kam. Da war ich am Tanken die Tage, halt den Rüssel da rein, drehe mich um, guckt halt so eine Weltgeschichte rum. Dauert ja nun mal eine ganze Weile, bis so ein Tank voll ist. Stehst da und ach und ey und ja und lolala. Hab ja die Hand immer auf dem Rüssel so oben drauf liegen, so. Und falls sie mal rausrutscht oder so. Und mit einem Mal geht das nur wutsch, flatsch, flitsche, flatsche, flutsche, flatsch. Da hat diese scheiß Zapfpistole nicht abgeschaltet. Die macht ja normalerweise, fängt die Feuer so an zu röcheln. Diese Entlüftung oder wie das da ist. Dieser Mechanismus halt, der dann diese Zapfpistole abschaltet. Das fängt dann vorher erst so. Und dann geht's aus. Dieses Röcheln hat die nicht gemacht. Ich schätze mal, da ist irgendwie so ein Kanal verstopft. Was weiß ich, wie das funktioniert. Irgendwas hat das mit Entlüftung zu tun. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich bin kein Tankstellentechniker. Auf jeden Fall sprudelte das da volles Fund raus. Wenn das hier das Loch ist, dann kam das so hoch da rausgeschossen. Aber echt. Und spritzte und an der Hose und auf der Schuhe und ich dachte, so eine Scheiße. Hab da rumgeschrien. Weil da kannst du, bei sowas kann ich denn doch nicht an mir halten. Lief die Scheiße dahin. Natürlich dann schnell ausgestellt, ist klar. Und dann hatte ich die Kacke da, das siffte und lief und tropfte und vom Unterfahrschutz am, ach, zum Kotzen, ey. Ja, und es lief dahin, da, das Zeug, der goldene Saft da. So ein Flatschen. Ich dachte, Mann. Da bin ich mal hin und her gelaufen, hab da dieses Zeug zum Abstreuen gesucht. Katzenstreu da hier, ne? Dieses Ölbindemittel. Hab ich normalerweise an jeder Tankstelle steht irgendwie so ein Eimer, so ein Sack, so ein Pott, so ein Kanister, irgendwas steht da rum mit diesem Krümelzeug, was du denn da hinkippen kannst, damit die Scheiße nicht durch die Gegend gefahren wird, weil. Es ist ja egal, es läuft ja nicht ins Erdreich. Tankstellenplätze sind ja versiegelt, sage ich jetzt mal so. Da kommt ja eigentlich, wenn es jetzt regnet oder was, oder wenn das da, selbst wenn es da überläuft, wie bei mir, denn sind diese Gullis, die da drum rum sind, das läuft ja alles in so Fettabscheider rein und so Ölabscheider. Also das kommt ja gar nicht in die Kanalisation ran da oder so. Das ist ja, so weit sind es ja nun schon Ewigkeiten. Ne? Und, aber... Kein Eimer gefunden mit so Zeugs oder was? Nein, gar nichts. Bin da hin und her gedackelt, war nichts. Ich dachte, dann fickt euch doch, ihr blöden Arschgeigen. Hab mich reingesetzt und hab die andere Seite noch getankt und stand ja auch schon der nächste wieder hinter mir, der tanken wollte. Naja, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann habe ich es halt mal kurz mit dem Rad da, was weiß ich, ein paar Umdrehungen auf der Straße verteilt. Ich kann es nicht ändern. Mir war es dann auch egal, weil. Jetzt ja gerne abgestreut, wenn da nichts ist. Ich brauchte ja keine Rolle Zewa hinschweißen, ne? Immer ja auch nicht. Das war doof, das ging mir auf den Sack. Aber das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war ja, dass meine Hose stank wie Otter, dass meine Schuhe stanken wie Otter. Ich habe zwar quasi zwei Pakete Schuhe.
Ich habe ja zwei Schuhe mit. Einmal meine normalen, die ich immer anhabe. Und dann habe ich ja noch Arbeitsschuhe. Aber trotzdem ist die Scheiße ja eingesaut. Ne? Wer will sowas haben? Dann hatte ich extra noch gegoogelt. Habe kurz darauf den Feierabend gemacht. Dann habe ich noch gegoogelt, wie das denn jetzt wäre mit dem Diesel da rauskriegen aus Klamotten und so weiter. Und dann stand da drin, waschen ist blöd, wenn du das Zeug wäscht. Wenn du deine Klamotten jetzt wäscht, dann bindest du erst recht den Dieselgeruch da drin. Am besten, so wie sie sind, erstmal raus, auslüften lassen. Aha, dachte ich, gut. Hab der meine Hose oben am Bund aus dem Fenster hängen lassen und nach außen die ganze, also hier oben am Bund eingeklemmt, sagen wir es mal so, sodass die Hose nach draußen die ganzen, während meiner ganzen Pausenzeit nach draußen hing und schön in aller Ruhe ausstinken konnte. Weil wenn du es so auch in eine Zewa-Tüte packst, oder Zewa-Tüte, in eine Plastiktüte packst, dann hast du ja auch alles hinterher. Und ich meine auch, wenn so eine nach, das ist auch alles Kacke, das stinkt ja trotzdem. Also dachte ich, hänge sie gleich raus, lasse lüften. In der Plastiktüte lüftet es nicht, hier kannst du es nirgendwo hinschmeißen, von den Dämpfen wirst du wahnsinnig. Ne? Selbst das Staufach draußen ist ja nicht richtig dicht. Ich kann ja von drin, wenn ich das Bett hochklappe, dann ist da drunter, habt ihr in der Fernfahrerwoche gesehen oder in dem LKW-Unboxing, dass ich da so eine Klappe drin habe und dann auch in dieses Staufach komme. Also wenn ich diesen Stinkekram jetzt in das Staufach geschmissen hätte, ich kann es nirgendwo lassen. Ne? Also dachte ich, raus, ausstinken, ausstinken, ausstinken. Und was soll ich sagen? Nach 10 Stunden Pause oder was? Picobello. Hat noch ein bisschen gemuffelt, aber längst nicht mehr so doll wie da. Die Schuhe hatte ich hier in eine Tür, in den Tritt gestellt. Da hatte ich die Schuhe reingestellt, aber weil ja die Tür davor war, haben die nicht richtig gelüftet, denke ich mal. Das hatte nicht ganz so viel gebracht, aber ich habe die Schuhe jeden Tag angehabt, also das geht. Jetzt riecht das auch nur noch ganz bisschen, ganz bisschen, jetzt so nach 2 Tagen. Nur wenn ich denn mal, ich sag jetzt mal, wenn jetzt mal so ein Grad so ein Schwall hochkommt, aber sonst rieche ich das auch nicht mehr. Aber die Hose, das war gut, das war in Ordnung. Da habe ich gedacht, so, das ist gut, da kannst du mit arbeiten. Habst du dann eine Tüte gestopft und weg. Ich habe nämlich im Internet auch gelesen, die Leute haben ihre Diesel- oder Benzin-verschmierten Sachen in die Waschmaschine und anschließend, Hauptgewinn, hat die ganze Waschmaschine auch nach Diesel oder Benzin gestunken. Hey. Ja, das ist natürlich richtig scheiße. Richtig scheiße gelaufen. Also habe ich es anscheinend richtig gemacht. Erstmal dachte ich, gucken, wie du die Kacke rauskriegst. Hab wohl das Richtige gemacht. Ja, also das läuft. Ich denke mal, das wird jetzt wohl nach dem Waschen alles wieder gut sein. Ohne, dass man sich auch eine neue Waschmaschine kaufen muss. Nö. Vielleicht sollte man es auch in eine Reinigung bringen oder was. Aber da sie nicht mehr müffelt oder wenig müffelt, keine Ahnung. Hab jetzt auch schon ehrlich mal reinguckt. Dann in die Tüte. Wird's wohl gehen. Wird wohl gehen. Und wenn nicht, scheißegal, hängst du sie noch eine Woche auf der Terrasse. Scheißegal, häng sie raus, lass sie müffeln, fertig. Und dann wäschst du sie. Ist doch scheißegal. Eine Hose ist ja nun nicht unbedingt eine Sache, die man jetzt jeden Tag, die man sofort wieder haben muss. Meistens hat man ja dann doch ein paar Hosen mehr, obwohl es auch eine Zeit gab, wo ich auch nur 2 Hosen hatte. Eine an, eine in der Wäsche. Sowas gab es natürlich auch. Ich hatte dann mal irgendwie, ist gar nicht so lange her, hatte ich so eine wilde Zeit. Ich weiß gar nicht, was da los gewesen ist, ey. Da sind mir in kürzester Zeit 3 Hosen kaputt gegangen. Alle zwischen den Beinen so kaputt gegangen, aufgeribbelt oder. Das waren 2. Ich weiß gar nicht wieso. 2 Stück auf einmal. Eine nach der anderen ribbelte zwischen den Beinen so komisch auf und ging kaputt und dass ich richtige Löcher drin hatte. Ich dachte, was zum Teufel? Und der nächste, da war der Reißverschluss im Arsch. Ritsche, ratsche, ja, tolle Wurst. Naja, kannst du auch wegschmeißen, was willst du damit? Neuen Reißverschluss reinmachen, kannst du auch eine neue Hose kaufen. War ja nun keine neue Hose mehr, ne? Also dann schmeißt man sie auch irgendwann weg. Ja, also da hatte ich wieder in 3 Hosen in kürzester Zeit im Arsch. Das war ja wohl was, ey. Sowas Blödes. Ja, guck mal, spiegelt sich nichts. Gut, ne? Oh, da sind wir da. Hui. Ja, jetzt habe ich euch von Hosen erzählt und vom Tanken. Oh. Ach, mein Gott.
22.222 Kilometer verpasst. Schade. Naja, ist egal. Es gibt Schlimmeres. Ja, Bembe. Diese gelben Lappen, die nerven mich hier. Aus dem Augenwinkel denke ich immer, da würde was leuchten oder so. Meine Benachrichtigungs-LED zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott. Gestern kam mir ein LKW entgegen, seht ihr in einem Dreivierteljahr im Video, aber da kam mir ein LKW entgegen, der hatte so eine Mulden, so eine ganz großen Container-Müll-Mulden oder was weiß ich, wie ich die nennen soll, hatte der hinten drauf. Und das waren dann anscheinend so Dinger, wo du diese Klappen so aufmachen konntest. Plastikklappen oder was weiß ich. Und dann stand, auf der einen Seite stand diese Klappe sperrangelweit hoch und auf. Also der war aber weit über 4 Meter, der Typ, mit seinem Dingen. Funkgerät hat er nicht angehabt. Als ich es dann erkannt habe, war es sowieso zu spät, um zu warnen oder mit Lichthupe oder so. Bis ich dachte, erst dachte ich, was hat denn der da? Und dann, ach, das hängt ja, ach du Scheiße, habe ich nur noch hupen können, als er mir vorbeigefahren ist, in der Hoffnung, dass er es merkt. Und habe dann noch über Funkgerät was gesagt. Habe dann über Funkgerät auch noch gemeldet, ey, Kollege! Aber nichts. Eine Minute später oder 30 Sekunden später noch ein anderer Kollege, ey, Kollege! Aber auch nichts. Naja, also durch so eine Brücke wäre er nicht durchgekommen, das schwöre ich euch. An der nächsten Brücke wäre er hängen geblieben. Oder beziehungsweise wäre die Klappe weggeflogen, abgerissen. Das sage ich euch aber ganz genau. Jo, no, aber naja, mein Gott. Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann ja auch nicht umdrehen. Kann man nur hoffen, dass mein Hupen und anderer, vielleicht hat der Kollege hinter mir, der das dann später gesehen hat, auch noch Lichthupe gemacht oder so. Kann man nur hoffen, dass er sich dann da irgendwas mal bei denkt und Gedanken macht. Und das kann man nur hoffen. Tipp, tipp, tot. Also ich habe das Gefühl, der Herbst ist da. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, der Herbst ist da. Schöne Gelb, also vorhin das da in dem Wald, wo alles gelb und braun und rötlich war, das war ja mal geil. Das sah richtig cool aus. Schwerin Ost, die Ausfahrt hat keine Nummer. Ja, diese Autobahn ist halt noch im Bau. Anscheinend, das verstehe ich aber nicht, dass von vornherein noch nicht geklärt ist, anscheinend, wie viele Autobahnausfahrten da noch zwischenkommen. Anscheinend. Oder aber bauen gar nicht alle Ausfahrten. Doch, die wissen doch bestimmt vorher schon, wo eine Ausfahrt hingehört, oder nicht? Ja, aber warum machen die das denn nicht? Selbst wenn jetzt eine Ausfahrt fehlt, dann könntest du die doch nennen. Dann gibt es halt Ausfahrt 3 nicht. Aber ist wahrscheinlich schon wieder zu verwirrend und für Deutschland und die Normen nicht akzeptabel, wa? Oder was weiß ich. Oder wer sein Auto liebt, der schiebt. Alles klar. Kommt einer mit dem Anhänger hoch, den machen wir doch mal Platz. Ausbau A14, Kilometer 5 bis einschließlich Bauwerke. Ich bin auch froh, dass ich hier schon so früh losfahren kann. 2:30. Es ist ja nun Winterzeit, kann man nicht mehr anders sagen. Und es wird ja so früh dunkel. Es kommen wieder viele Nachtaufnahmen. Guck mal, Mülleimer an der Nothaltebucht. Ach, hier gibt es gar keinen Standstreifen, das merke ich ja jetzt erst. Naja, hier
bleibt man halt nicht liegen. Außer jetzt wieder eben. Kochstudio, ne? Wie gesagt, gerade kam die Folge mit dem Kochstudio raus, wo ich in meiner Fernfahrerwoche den Kartoffeltopf mit den Mettenden da mache, ne? Sascha, du musst ein Kochbuch rausbringen. Oh, was eine tolle Idee. Also ehrlich. Und da steht dann ein Rezept drin, ne? Ein Rezept steht da drin. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Störwasserstraße. Stör vom Fisch? Oder wegen Störung? Nö. Vom Fisch, ne? Fisch ahoi. Oh, wackel, wackel. Die Kamera sitzt doch nicht richtig fest. Ich merke das, weil ich schon wieder so lange Haare habe. Oh Gott. Und, ach du Scheiße. Hängt die überhaupt noch richtig dran? Denke ich ja ganz ernst. Und dann rutscht die Kacke hoch. Dann rutscht die Kacke so hoch auf den Haaren, weil da die ganze Haarpracht, das ist ja mit so einem Gummiband, ist das ja um den Kopf befestigt. Und ja, das rutscht mit der Zeit hoch. Aber jetzt ist es wieder ein bisschen fester. Merkt ihr selbst, ne? Hui! Ja. Ja. Ich bin dieses Wochenende Strohwitwer. Aline fährt zu ihren Ellis und zur Oma. Die Oma ist auch so süß. Wie Omas halt so sind. Omas und Opas sind doch die geilsten, oder? Und als ich sie damals, als ich dann rausstellte, Aline zieht von Dresden zu mir. Und das sind ja nun 430 Kilometer, das ist ja nicht mal eben zu Besuch kommen. Weil 430 Kilometer fahren, auf dem Kaffee bleiben und 430 Kilometer nach Hause fahren, da ist der Spaß raus. Das geht nicht. Und da hat die Oma so einen schönen Abschiedsbrief geschrieben, da hatte ich dann echt ein schlechtes Gewissen. Da kullerten sogar die Tränen. Also da hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich Ali mitnehme. Ich wollte sie schon da lassen, echt. Sag, hier, bleib bei deiner Oma. Kümmere dich um deine Oma. Och, so süß. Naja. Da haut die einfach ab. Oh, was ist denn das, ey? Ich mache hier Videos und bin nur am Gähnen. Was macht der denn da jetzt? Was wollte ich sagen? Bin ich raus. Muss mal wieder einen Livestream machen. Das wäre doch mal wieder was. Aber was, das wollte ich nicht sagen. Was, wo war ich denn eben? Ach so, ja, dass ich Strohwitwer bin, so, Aline fährt weg, ich bin da, aber was wollte ich denn sagen? Ach so, laut Plan soll ich 4 Uhr morgen früh auf meinem LKW-Parkplatz ankommen, denn nach Hause, sodass wir uns wenigstens vielleicht noch kurz sehen, weil Samstagmorgen 9:30 fährt der Zug, das heißt, man fährt um spätestens 8:45 bei uns weg, wenn nicht sogar 8:30. Und ja, da, naja, wenigstens noch kurz drücken, einen Schmatzer abholen, auch wenn ich stinke, aber mal sehen. Mal sehen, wie es hinhaut.
wenn ich früh genug da bin und ein paar Stündchen geschlafen habe, vier wenigstens, dann kann ich sie auch zum Bahnhof bringen. Ne? Wäre auch mal was. Mal gucken, ob das klappt. Ja, wenn es nicht klappt, dann schade. Dann ist es so. Genauso schön. Jetzt sind sie gelb, jetzt ist auch schön. Ach, wenn Winter wäre und ein bisschen Schnee liegt, ist auch schön. Deutschland ist schon schön, kann man nicht anders sagen. Ich brauche keinen Urlaub in der Mongolei oder so, um mal was anderes zu sehen. Schön. Falls mir die Themen ausgehen, ich habe mir eine Stichwortliste gemacht für heute, für die Fernfahrertour mit den Themen, die ich erzählen wollte. Ich habe aber kein einziges Stichwort draufgeschrieben, weil ich keinen Bock hatte. Von daher ist die Liste leer. Aber mein Gott, ich hatte es vor, immerhin. Also, immerhin das. Windig ist es hier oben wieder. Ich könnte auch eigentlich fahren bis zum nächsten Parkplatz. Achso, Ludwigslustler Kanal, 12 Kilometer. Dann halte ich da gerade an. Dann mache ich die Schilder runter, wieder hier die Türabklebung da. Dann bin ich nicht so inkognito. Das ist eigentlich ein Erkennungszeichen, ne? Hier diese weißen Schilder über die Tür drüber geklebt. Das, daran könnt ihr mich erkennen, wenn ich das habe. Ist ja nicht oft, aber wenn mich nun gerade jetzt einer überholt und sich denkt, hä? Der Hermes hat ja das Logo an der Tür abgeklebt. Oder das sieht man ja nicht, das ist ja kein, das ist kein Logo, dass da ein Logo drunter ist, aber was hat denn der da für weiße Sachen an der Tür kleben? Denn wisst ihr, jo, das war denn wohl ich. Weil ich möchte meinen Arsch drauf verwenden, dass ich da der Einzige bin. Jo, ich trinke da mal erst einen drauf. Wasser ist nicht Wasser, das steht fest. Bah. Wir waren bei Aldi. Soll jetzt kein Hate sein oder was, aber wir waren bei Aldi einkaufen und das Wasser, das schmeckt mir überhaupt nicht. Ey. Das ist, weiß ich nicht. Das ist, irgendwie ist das so ein Nachgeschmack oder was weiß ich, wie ich es nennen soll. Das ist überhaupt nicht meins. Hier, wenn einer einen Bus kaufen will, hier steht noch ein paar rum.
weiß es nicht. Irgendwie, ne. Gut finde ich von Aldi das Pfeffersäckchen. Dieses Pfeffersäckchen, dieses, warte mal, habe ich hier. Das finde ich cool, Pfeffersäckchen, Rügenwalder Art. Das mache ich, echt. Weil hier so eine dicken Pfefferkörner drin stecken. Das finde ich richtig geil. Das habe ich auch woanders irgendwie so noch nicht gesehen, glaube ich. Mein Gott, hier rutscht die Kamera einmal vom Kopf jetzt hier. Oh nein, habe ich es jetzt verstellt auch noch. Naja, ich kann es nicht ändern. Das kann man gut essen, das mache ich wohl. Da habe ich mir mal wieder so ein Pfeffersäckchen geholt. Jawoll! Nein, keine Werbung, kriege ich nichts für. Wäre auch sehr unklug, Werbung zu machen für Aldi, wenn ich einerseits sage, das Pfeffersäckchen ist toll, aber das Wasser schmeckt zum Kotzen. Da ist auch viel Kalzium drin. Anscheinend. In dem Wasserkocher ist viel Kalzium, weil ich meine... Quatsch, in dem Wasserkocher. In dem Wasser ist viel Kalzium, denn in meinem Wasserkocher, da bildet sich da jetzt nach einer Woche, nach ein paar Tagen, bildet sich da schon diese schöne Kalkschicht, was ich sonst überhaupt nicht habe. Weil bei meinem anderen Wasser, das vom G&G, was ich ja sonst immer saufe, Lidl geht auch, ist genauso gut, da ist halt kein Kalk drin anscheinend. Oder weniger Kalzium. Man merkt es halt schon. Guck mal, die 14 geht irgendwann direkt nach Dresden durch. Und jetzt musst du die Dresden über die 24 noch fahren. Über Berlin. Zeige ich euch. Guck, jetzt musst du hier noch lang fahren. Ui, nach Dresden. Und. Hä? Warum? Wo ist der Unterschied? Wenn die A14 hier so durchgeht später, dann fährst du halt hier über Leipzig nach Dresden. Ist das kürzer ein bisschen? Ja, mag sein. Keine Ahnung. Ja, doch, mag sein. Ja, ist gut. Ja, lass ich gelten. Ist in Ordnung. Ja. Ist ja gut. Sei nicht immer krummer Hund zu mir. Magdeburg nix Kilometer, Wittenberge nix Kilometer, aber Ludwigslust 11. Ich finde das auch so ein bisschen spannend, wenn sowas entsteht, hier sowas Neues, denn da plötzlich neue Autobahn und dann, wenn du sonst da unten in der Ortschaft lang gefahren bist, fährst du plötzlich hier oben und kannst gucken, ach, da bin ich doch immer lang gefahren. Ich finde sowas cool.
kleine Straßen, die ja sonst durchgelaufen sind, die gehen plötzlich nicht mehr weiter, enden vor einer Autobahn oder sowas, weil sie nicht jede kleine Pissstraße neu verdingenst haben. Wir gehen einen Kanal lang. Hä? Gut, man sieht halt nichts, aber da... Wie, das war doch ein Feldweg. Hä? Ist auch egal. Ist ja auch egal. Da kommt auf jeden Fall unser Parkplatz, wo wir Tschüss sagen. Hier, diese Gitter. Das ist gegen Wild. Habe ich mal gesehen, auf einer Raststätteansatz auch. Da auch noch eins. Das ist gegen Wild. Die stolpern da nämlich nicht drüber, über diese dicken Löcher, die Viecher. Und sagen sich, was ist das denn hier für ein Kack? Wie soll ich denn hier drüber latschen? Und sagen, da latsche ich halt nicht drüber. Da laufen sie halt nicht auf der Autobahn. Bei diesen Zubringer. Diese Möglichkeit, auf die Autobahn zu kommen halt. Diese Versorgungswege, Betriebswege oder wie die heißen. Das ist eine coole Idee eigentlich gewesen. Das ist wirklich so ein Gitter mit vielen Löchern drin. Und da latschen die wohl nicht drüber. Brechen sich die Gräten oder was. Oder gehen gar nicht erst drüber, weil sie schlau genug sind. Kann natürlich auch sein. So. Ach, Mülleimer sehe ich von hier auch. Sehr gut. Werde ich als erstes mal die Mülleimer sauber machen. Ach, noch ein Hermes. Guck. Überall Hermes. Hermes, soweit das Auge reicht. Hui. Ich habe meinen alten LKW übrigens letztens wieder gesehen. Also nicht letztens, die Tage. Also schon öfter. Und zwar habe ich den dritten Fahrer drauf gesehen. Also das scheint jetzt eine Art Hofuhr geworden zu sein. Da reitet jetzt jeder drauf rum. Das muss dann halt mal sein anscheinend. So. Steigen wir mal kurz noch aus oder was? Ich will jetzt den Scheiß mal wegbringen hier. Ah, kennen wir doch. Bleibt da. Ach ja. Ach komm, ich mache halt aus. So Leute, macht's gut. Nicht mehr aus. Sie will, dass ich noch weiterfahre, dass ich abbiege eben. Aber naja, das kennt sich aus. Hier ist eine schöne Autobahn, das ist jetzt immer noch nicht so. Und dabei ist es eine wunderschöne Autobahn. Also wirklich wunderschön. 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 Aalglatt und schön. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wieso das hier wieder eine Betonpiste ist. Warum manche Autobahnen aus Teer sind, das habe ich noch nicht kapiert. Aber kann vielleicht jeder aussuchen, wie er will. Hat alles Vor- und Nachteil wahrscheinlich. Aber diese Autobahn ist schön. Schön, 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 schön. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zur nächsten Führerstandsmitfahrt. Wollen wir mal gucken, wann die so kommt. Macht's gut, Leute. Tschüss.